Am 20. November können alle Schweriner und Schwerinerinnen einen Beitrag zum Klimaschutz leisten. Die Klimaallianz Schwerin ruft zu einer Baumpflanzaktion auf. In einem Waldstück im Müßer Holz soll ein sogenannter klimaelastischer Waldumbau stattfinden. Die Stadtwerke Schwerin haben die Baumpflanzung zusammen mit Partnern aus der Region organisiert. Hier trafen wir die Projektverantwortliche Julia Panke. Es geht darum, dass wir den Wald umforsten. Das bedeutet, es ist ein alter Kieferforst und die alten Bäume, die sind so 80, 90 Jahre, die sind jetzt langsam richtig anfällig für Dürre, für Hitze und aber auch für Frostschäden, für Schädlinge. Da wollen wir ein Teil der alten Bäume ist schon rausgenommen und wir bauen jetzt klimaverträgliche Bäume mit ein. Das sind Laubbäume, das ist Traubeneiche zum Beispiel. Die ist viel resistenter und die gibt dem Ganzen ein bisschen mehr Widerstandsfähigkeit gegen alle Widrigkeiten, die das Wetter so mitbringt. Insgesamt sollen 10.000 Bäume gepflanzt werden. Jeder und jede kann Hand anlegen und den eigenen Baum oder ganze Baumgruppen mit einem mitgebrachten Spaten pflanzen. Wer keinen Spaten besitzt, ist trotzdem willkommen. Wenn man mit dem Fahrrad kommt oder mit dem Bus, muss man ja nicht alles mitnehmen. Die Landesforst begleitet uns dabei und die bohrt Löcher vor. Also man kann selber graben, muss man aber nicht. Also seien Sie dabei, wenn Schwerin Bäume pflanzt. Am 20. November, 10 Uhr. Der ADFC bietet eine Radtour ab 9.15 Uhr vom Marktplatz Schwerin. Der Nahverkehr bietet einen kostenlosen Shuttle-Service, natürlich mit dem E-Bus, ab 9.15 Uhr vom Hauptbahnhof über Marienplatz, Platz der Jugend und Stauffenbergstraße zum Heck Humus Richtung Ludwigslust. Auch für das leibliche Wohl ist gesorgt. Bitte einen eigenen umweltfreundlichen Trinkbecher mitbringen und natürlich wetterfeste Kleidung.